Das Brandenburger Tor in den Deutschlandfarben. Sonst sieht man dort die Landesfarben, zum Beispiel der Türkei oder von Frankreich, Länder, in denen es in den letzten Monaten häufig Terroranschläge gegeben hat. Jetzt auch in Deutschland. Und deswegen das Brandenburger Tor in Schwarz-Rot-Gold. Terroranschlag mit Ansage. Von Sicherheitsbehörden wurde das ja schon lange vermutet, ja für wahrscheinlich gehalten, immer mit der Hoffnung verbunden, dass es uns doch erspart bleiben möge. Diese Hoffnung hat getrogen. Berlin, gestern Abend gegen 20 Uhr Breitscheidplatz, ein LKW rast in einen Weihnachtsmarkt, 12 Tote, 50 zum Teil Schwerstverletzte. Einige von denen ringen wenige hundert Meter von hier vom Studio entfernt in der Berliner Charité noch immer mit dem Tod. Wir haben noch keinen Täter, noch keine Tätergruppe, die den Anschlag verübt hat. Ein Verdächtiger musste inzwischen ja wieder freigelassen werden. Es gibt allerdings jetzt ein Bekennerschreiben einer Agentur, genauer gesagt einer Propagandaagentur des sogenannten Islamischen Staates. Aber noch vieles ist unklar. Der Täter möglicherweise noch auf der Flucht bewaffnet oder sind es auch mehrere Täter? Es ist diese Ungewissheit, die genauso wenig erträglich ist wie die Tat selbst. Der Schock von Berlin, wie gehen wir mit dem Anschlag um, liebe Zuschauer? Heute das Thema einer außerordentlichen Phoenix-Runde. Willkommen bei uns, meine Gäste. Brigitte Ferle ist bei uns, Journalistin und Kolumnistin bei der Berliner Zeitung. Professor Isabella Häuser, Direktorin der Klinik für Psychologie und Psychotherapie der Charité in Berlin. Michael Lüders, Publizist, Autor, Sicherheitsexperte und Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft. Und Rainer Wendt, der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft. Frau Häuser, ich habe es gesagt, dieser Anschlag kam nicht unerwartet. Man hat damit gerechnet. Jetzt wissen wir auch, wo, wie und wann, wer, diese Frage ist noch offen. Eine solche Gewissheit, vor der viele einen Horror entwickelt haben, die jetzt Wirklichkeit geworden ist. Was macht das mit den Menschen? Ja, ich glaube, wir waren in Deutschland ein Land, was im Grunde genommen sich schon daran gewöhnen konnte, etwas. Also wir sind ja die Letzten, wenn man so will, in einer langen Reihe von vielen Anschlägen, die passiert sind. Türkei, also angefangen mit USA, London, Madrid, Brüssel, natürlich der Anschlag in die Anschläge in Paris und in Nizza vor allem, was ja so sehr daran erinnert, was war. Das heißt, wir konnten uns schon darauf einstellen, dass so etwas bei uns passieren würde. Jetzt ist es passiert. Die Politiker haben uns immer gesagt, es ist eine hohe abstrakte Gefahr, aber keine konkrete sozusagen. Das war etwas vage. Jetzt wissen wir, was es bedeutet. Wir waren gefährdet. Wir wissen nicht, wie viel auch mittlerweile, wie viel in den letzten Jahren verhindert worden ist. Das wissen wir ja auch nicht. Aber klar, das hat uns auch erreicht. Ich glaube aber, rein psychologisch waren wir insgesamt besser vorbereitet. Mhm. Frau Ferle, der Anschlag kam nicht unerwartet. Was macht das mit der Politik? Naja, das konnte man ja in den Statements, die wir die letzten Stunden, den letzten Tag über gesehen haben, so ungefähr erahnen. Also ich habe gesehen, einerseits eine große Vorsicht. Man wollte sich nicht zu schnell festlegen. Der Einzige, der ausgeschert ist, war Herr Seehofer, der gleich heute früh schon gesagt hat, wir müssen jetzt die Flüchtlingspolitik ändern, ohne dass wir zu diesem Zeitpunkt wussten und ja bis heute nicht wissen, aus welcher Gruppe genau der Täterkreis der Täter stammt. Es gab aber auch schon Äußerungen von AfD-Politikern. Die gab Markus es auch. Prezell, dem richtig. Landesvorsitzenden von Nordrhein-Westfalen. Genau, also Herr Seehofer aus der Reihe der, ich würde mal sagen, demokratisch etablierten Parteien und die AfD hat es auf eine sehr, sehr unschöne Weise, um es mal milde auszudrücken, hat es getan und dieses so propagandistisch ausgeschöpft. Also da habe ich eine Hilflosigkeit, eine sehr große Vorsicht gespürt und gleichzeitig aber auch eine Hilflosigkeit und eine Ratlosigkeit, wie man denn wirklich konkret darauf antworten kann. Und ich glaube, diese Hilflosigkeit und Ratlosigkeit hat einen sehr realen Hintergrund, weil es nämlich meistens keine eindeutigen und klaren Antworten gibt auf einen solchen Vorfall. Es ist, wenn es überhaupt Antworten gibt, ist es immer eine Fülle von unterschiedlichen Aspekten, die man da behandeln muss. Die Menschen ja auch Antworten erwarten. Wir wollen darüber natürlich im Laufe der Sendung auch sprechen. Herr Wendt, hat
dieser Anschlag die Grenzen der Sicherheit gezeigt. Wir wollen ja nicht, dass sich Weihnachtsmärkte in einen so Hochsicherheitstrakt verwandeln. Das wäre ja geradezu absurd. Ein Weihnachtsmarkt hinter Stacheldrahtverhau. Müssen wir mit dieser Unsicherheit leben? Mit einem Teil einer großen Unsicherheit ganz bestimmt. Aber dieser Anschlag hat ja auch die Leistungsfähigkeit von Polizei und Rettungsdiensten, Krankenhäusern gezeigt hier in Berlin. Die Polizei hat, finde ich, einen großartigen Einsatz gemacht. Die Feuerwehr, die Ärzte, die Notfallmediziner, die Seelsorge, die vor Ort waren. Es ging auch um die Verhinderung zunächst mal in meiner Frage. Ja, aber man darf das ruhig mal sagen, weil es ja auch um die Vorbereitung, wie weit sind wir vorbereitet? Ja, unsere Sicherheitsbehörden sind da schon drauf vorbereitet. Und Polizei und Feuerwehr haben das gut gemacht. Aber wir wissen doch ganz genau, auch wenn viele Terroranschläge verhindert worden sind in den vergangenen Jahren, wussten wir immer, dass wir nicht alle werden verhindern können. Und einen solchen Anschlag zu verhindern, hieße vorher eine Glaskugel zu haben. Und das ist faktisch unmöglich. Herr Lüders, es gibt jetzt dieses Bekennerschreiben des sogenannten Islamischen Staates. Viele halten das für authentisch und auch für einen denkbaren Hintergrund. Zumindest trägt der Anschlag ja die Handschrift eines aufsehenerregenden islamistischen Terroranschlags, nämlich in Nizza auf dem Boulevard des Anglais am 14. Juli dieses Jahres, auch mit einem LKW verübt. Wenn sich das jetzt auch tatsächlich in diese islamistische Richtung bewegt, womit müssen denn Muslime in Deutschland in nächster Zeit rechnen? Ja, ich denke, dass es schon eine Intensivierung der Debatten geben wird. Und auch die Feindbilder werden sich natürlich verstärken. Es gibt Vereinfacher, die der Meinung sind, dass man alle Probleme dieses Landes lösen könnte, wenn man nur die Fremden, die Muslime, die Flüchtlinge wieder entfernen würde. Dann hätten wir wieder eine Sicherheit oder eine Art des Lebens, die eben gewappnet wäre für Dinge, die man eigentlich nicht haben will. Aber das ist natürlich viel zu schlicht gedacht, denn wir leben nun mal in einer immer unübersichtlicher werdenden Welt, die immer komplizierter auch wird. Der Krieg in Syrien hat Hunderttausende nach Deutschland gebracht. Das ist jetzt alles Fakt, das kann man nicht mehr rückabwickeln. Man muss sich mit den Realitäten arrangieren. Wir sind Teil einer Weltgemeinschaft und wir kriegen natürlich auch den Fallout der Ereignisse im Nahen und Mittleren Osten hier mit. Aber die innenpolitische Lage, die wird sich sicherlich sehr zuspitzen. Die Populisten werden darin ein gefundenes Fressen sehen in Terroranschlägen wie diesen, noch einmal die Daumenschrauben anzuziehen, ihre Feindbilder zu beschwören. Und ich hoffe sehr, dass die demokratisch etablierten Parteien nicht den Fehler machen, dann zu glauben, sie müssen die AfD noch rechts überholen, um Wählerstimmen dort abzufangen, sondern dass sie eben dagegen halten. Aber die Stimmung wird ungemütlicher werden und für Muslime wird es erst recht ungemütlich. Vor etwa 26 Stunden hat dieser Anschlag stattgefunden. Wie war denn Ihr Eindruck? Frage an Sie alle vier. Wie sind die Menschen aller Couleur, aller Schichten, die vor den Kameras oder vor den Mikrofonen befragt worden sind, mit diesem Ereignis eigentlich umgegangen, auch in den sozialen Netzwerken? Wie war Ihr Eindruck gewesen? Also in den sozialen Netzwerken kann ich das nicht sagen, weil ich die da nicht verfolgt habe. Aber in der wenn ich mit Leuten gesprochen habe, ob das nun Interviews war, die ich auf der Straße, was im Fernsehen gezeigt worden ist, gehört habe, oder aber im Krankenhaus gesprochen habe, oder es waren alle eher ruhig, gefasst, nachdenklich vielleicht, aber ich habe nichts gehört, dass jetzt jemand gesagt hat, das ist ja schrecklich, hier kann man nicht leben und furchtbar, was uns jetzt da bevorsteht. Es war eher so, ja, wie man es auch in Frankreich gesehen hatte, eher ruhig, eher still und nicht ja, hysterisch aufgepeitscht. Es muss wohl anders ausgesehen haben bei Twitter und in manchen Facebook-Posts. Das habe ich auch gehört. Ja, da hat man ja fast eine Explosion erlebt von populistischen Stellungnahmen, die weit über das demokratische Ziel hinausschossen. Da ist ja, sag ich mal, Seehofer und Söder Waisenknaben gegen das, was da gesagt hat. Das war wirklich unterste Schublade, was da abgesondert wurde. Und die Bevölkerung ist in der Tat, ist auch meine Wahrnehmung, völlig anders. Übrigens vorher auch. Ja, diese auch so. Terroristische Bedrohung
Thomas de Maizière hat das ja immer wieder auch betont, es gibt sie und wir müssen damit rechnen, dass etwas passiert. Seit Jahren werde ich immer wieder, immer um die Novemberzeit eigentlich gefragt, kann man den Menschen ruhigen Gewissens empfehlen, auf Weihnachtsmärkte zu gehen? Und seit Jahren sage ich auch immer ja und gehe auch immer selber mit meinen Kindern, mit meinen Enkeln und die Leute haben das auch immer gemacht. Weihnachtsmärkte sind alle brechend voll gewesen und die Kaufhäuser auch. Das heißt, die Menschen reagieren instinktiv vernünftig und besonnen. Und ich glaube, das tun sie auch hinterher. Aber ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass es in Facebook oder so, so furchtbare Formen annimmt, weil das eben anonym ist. Da kann sich jeder halt hinter verstecken. Eine Sache ist aber auch aufgefallen im Vergleich mit dem Anschlag von München, dass das soziale Netz ja offenbar nicht missbraucht worden ist als üble Gerüchteküche. Dass es diese Fake News gestern und heute nicht gegeben hat. Das ist interessant, das ist mir auch aufgefallen. Es hat vielleicht damit zu tun, dass die Polizei sehr, sehr offensiv in den sozialen Netzwerken aktiv war. Mhm. Also die Polizei hat den ganzen Tag getwittert, also auch schon die ganze letzte Nacht und hat sehr viel an einzelnen Informationen, die sie für gesichert gehalten hat oder den Stand von Informationen reingegeben. Und ich hab den Eindruck, dass das doch deutlicher wahrgenommen wurde und sich inzwischen so ein bisschen etabliert hat und die Bürger dann auch da drauf gehen und sich das angucken und darauf dann auch vertrauen. Die Polizei ja auch aufgefordert hat, das gerade nicht zu tun, was da in München passiert ist. Was war Ihr Eindruck, Herr Lüders? Ich glaube, dass die Behörden und einfach die Polizei gelernt hat, auch aus den Fehlern, die man in München gemacht hat. Das war ja wirklich nackte Anarchie und keiner blickte mehr durch, was da geschehen ist. Und am Ende stellte sich dann heraus, dass der Eindruck, dass da nun mehrere Bewaffnete durch München ziehen würden, völlig falsch war. Und man hat daraus gelernt, das muss man sagen. Und das ist in diesem Fall sehr besonnen abgelaufen. Frau Häuser, ich sagte vorhin ja schon, Sie sind ja in der Psychiatrie der Charité tätig. Ja. Im gleichen Krankenhaus werden ja auch viele der Schwerverletzten versorgt. Wie muss man sich das vorstellen? Was geht da gerade in Ihrer Arbeitsstätte vor sich? Naja, es gab gestern Abend einen Katastrophenalarm und da sind bestimmte Abläufe eingefordert, die dann auch sofort passiert sind. Also entsprechend Ärzte werden ins Krankenhaus gerufen, in die Bereitschaft, in den OP. Wir jetzt speziell, die Psychiatrie, wurden natürlich auch gerufen. Und es gibt da eine gewisse, haben dann uns gekümmert um Angehörige, die gekommen sind oder Menschen, die besonders aus irgendwelchen Gründen in einer besonderen, schwierigen psychischen Situation stecken und deshalb jetzt besonders ängstlich geworden sind. So etwas, so muss man sich das vorstellen. Aber insgesamt, es gab dann auch nochmal eine erhöhte Stufe 2 Stunden später. Aber es wurde auch dann nach 3 Stunden oder 4 Stunden auch der Katastrophenalarm beendet. Es hat eigentlich alles sehr gut geklappt, muss ich sagen. Muss man ja auch sagen, dass die Berliner Institutionen, gerade die Krankenhäuser, die Feuerwehr, auch die Polizei, Sie haben es ja schon gesagt, sehr gut vorbereitet waren, weil man damit ja eh gerechnet hat. Herr Wendt, wie groß ist das Risiko, dass es jetzt zu einer Anschlagsserie kommt? Ist das so eine Kettenreaktion bei Leuten, die das Potenzial haben, solche Anschläge zu verüben? Ist jetzt die Gefahr besonders groß, dass es Nachahmer gibt? Damit muss man immer rechnen bei solchen Anschlägen, vor allen Dingen bei Anschlägen, die keinen großen Aufwand erfordern. Einfach in ein Auto reinzusteigen, in eine Menschenmenge reinzufahren, erfordert eigentlich überhaupt gar keine Vorbereitung. Man muss nirgendwo kommunizieren, man muss keine Chemie kaufen, man muss keine Bomben bauen. Man muss sich auch nirgendwo verabreden, sondern eigentlich nur einsteigen und losfahren. Insofern gibt es diese Gefahr natürlich. Und Sie können sicher sein, dass die Einsatzkräfte da auch dass sie auch sensibilisiert sind dafür. Aber auch da gilt, man wird es nicht verhindern können im Einzelfall, weil man ja nicht in den Kopf eines Täters reinschauen kann. Wenn der Täter Einsatzvorbereitungen treffen muss, wenn er sich verabreden muss, Tatgelegenheiten ausbaldobern muss und, dann legt er Spuren, manchmal elektronische Spuren, manchmal andere. Die kann man dann möglicherweise finden. Spricht das dafür, dass es ein Einzeltäter war? Das spricht dafür, dass es ein Einzeltäter ist. Und das ist nur ein Indiz dafür. Und der ganze Zusammenhang spricht auch dafür. Und ob es konkrete Hinweise darauf gegeben hat, weiß man ja auch nicht. Es hat eine allgemeine Warnung gegeben, die gibt es aber immer. Ich kann mich eigentlich gar nicht entsinnen, Herr Lüders wird da zustimmen, dass es in Berlin oder in Deutschland irgendwann in den vergangenen 2, 3 Jahren einmal
eine Situation gegeben hat, in der wir nicht irgendwo eine Terrorwarnung hatten. Mhm. Diesmal höher, manchmal niedriger. Manchmal sind die Hinweise konkreter, wie damals in Hannover, als das Länderspiel abgesagt wurde. Aber so dieses Grundrauschen, mal lauter und mal leiser, war immer da. Jetzt aus Sicht eines Terroristen war das ja ein erfolgreicher Anschlag gewesen. Noch nie hat so viele Tote bei einem Terroranschlag in Deutschland gegeben. Senkt das die Hemmschwelle bei potenziellen Attentätern, Terroristen? Also das kann ich so nicht sagen, aber die, was sicherlich eine Gefahr ist, ist auf jeden Fall ein Nachahmer. Also der kann ohne islamistischen Hintergrund sein, wenn das dann jetzt hier überhaupt einer war mit islamistischem Hintergrund, sondern einfach ein Nachahmer. Jemand, der sich rächen will, jemand, der sich zu kurz gekommen fühlt, der frustriert ist. Das ist, glaube ich, die größte Gefahr. Heute Abend war ein israelischer Sicherheitsexperte im ZDF zu sehen, der gesagt hat, ihr Deutschen, es geht viel zu blauäugig mit dieser terroristischen Gefahr um. In Israel wird da viel mehr kontrolliert, da wird auch bei allen großen öffentlichen Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen auch auf die Gefahr hin, dass es sehr lange dauert, dass sich lange Schlangen bilden. Da wird Sicherheit viel stärker, viel ernster genommen. Müssen wir unsere Sicherheitsmaßnahmen in der Öffentlichkeit von Weihnachtsmärkten bis Fußballstadien, Open-Air-Konzerten oder Fanmeilen noch sehr viel höher heraufsetzen mit unabsehbaren Folgen, auch zum Beispiel für den Komfort und die Bequemlichkeit der Menschen? Müssen wir da noch viel mehr tun? Muss da viel mehr verschärft werden? Also ich würde mir wünschen, dass es eine Diskussion darüber jetzt gibt, welche Maßnahmen zu welchen Ergebnissen führen. Und dass es eine Diskussion darüber gibt, welche Gefährdungslagen haben wir tatsächlich und mit welchen Maßnahmen können wir welche Gefährdungslagen tatsächlich eindämmen. Also alles, was Sie jetzt aufgezählt haben, das hätte das Kidnapping, das Mutmaßliche dieses Trucks, hätte überhaupt nicht verhindert werden können. Ich will aber auch sagen, ich glaube schon, nicht, dass wir blauäugig sind in Deutschland, aber wir haben eine andere Kultur und eine andere Gesellschaft. Und wir waren in der Vergangenheit auch sehr glücklich darüber, dass wir sozusagen uns in einem gemeinsamen Gefühl von Aufgehobenheit und Sicherheit in diesem Land bewegt haben. Und dass wir dafür auch nicht so viel Polizei brauchen. Und ich glaube, das wird sich ändern. Und das wird sich auch ändern müssen. Und da Sie sehen ja auch, heute hat der Berliner Innensenator angekündigt, die Polizeipräsenz wird verstärkt. Das BKA hat angekündigt, die Polizeipräsenz wird in Deutschland jetzt verstärkt. Und ich glaube auch, dass das richtig ist, weil es nämlich nicht nur die Frage ist, wie viele reale Gefahren kann man damit verhindern, sondern auch welches Gefühl gibt man der Bevölkerung darüber, wie der Staat auf so etwas reagiert. Und da ist viel Psychologie dabei, aber ich halte das für wichtig. Hat das etwas mit unserem Lebensgefühl auch zu tun? Lässig, gelassen sein, Bierdose in der Hand, Zigarettenkippe im Mundwinkel. Wir leben unseren Traum, da stört nur Sicherheit und massive Polizeipräsenz. Müssen wir da auch unsere innere Einstellung ändern? Ja, zumindest muss man die innere Einstellung neu justieren, insoweit, als man sich darüber im Klaren sein muss, dass wir Teil sind einer immer unruhiger werdenden Welt, die sich nun auch in Deutschland gewalttätig massiv geäußert hat. Und es wird mit Sicherheit nicht bei diesem einen Anschlag bleiben. Nun gibt es natürlich diejenigen, die immer, was in solchen Fällen geschieht, dafür plädieren, dass man mehr innenpolitische Sicherheitsmaßnahmen ergreift. Das kann man natürlich alles tun, noch mehr Sicherheit in den Flughäfen, in den öffentlichen Orten. Aber das alles ändert ja nichts daran, dass es eine absolute Sicherheit nicht gibt. Und ich glaube, das ist für viele ein großes psychologisches Problem, anerkennen zu müssen, ja, die guten Zeiten, wenn man so will, die sind vorbei. Wir müssen damit rechnen, dass wir irgendeinem Irren oder einem Fanatiker oder einem Terroristen begegnen, der auf einmal Dinge tut, mit denen man gar nicht konfrontiert sein möchte. Das wird sich aber nicht ändern lassen, auch nicht durch vermehrte Sicherheitsmaßnahmen. Man neigt dazu, in der Politik und auch auf Seiten der Behörden an den Symptomen viel herumzudoktern, aber die Ursachen weniger zu betrachten, weil die auch so schwer zu greifen sind. Nicht? Ich meine, diese ganze Flüchtlingskrise, die wir haben, das ist das Ergebnis eines sehr fragwürdigen Krieges in Syrien mit vielen Facetten, die vielfach auch sehr einseitig hier transportiert werden in ihren Ursächlichkeiten. Ganze Staaten sind zerfallen in der Region, Millionen Menschen sind auf der Flucht, haben keine Zukunft, auch als Ergebnis westlicher Militärintervention.
Diskussion, wie sinnvoll ist eine solche Politik? Mhm. Die Frage muss man stellen. Gleichzeitig haben wir in den USA und in europäischen Staaten einen Siegeszug der Populisten, die überhaupt nicht interessiert sind an irgendeiner Differenzierung, die aber Voraussetzung ist, um über sozusagen den Tageshorizont hinaus zu blicken. Also ich glaube, die Zeiten werden strukturell unruhiger werden und wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass wir nicht nur eine terroristische Bedrohung haben, die wir nicht vollständig abwenden können, sondern auch eine innenpolitische Hysterisierung, die den Unfrieden schürt. Ja, aber da müssen wir uns doch fragen, wo das herkommt. Wenn Sie sagen, wir haben einen Siegeszug der Populisten, das bedeutet aber auch, dass diese Parteien oder diese Menschen, wir haben es jetzt bei Trump gesehen, auch gewählt werden von der Mehrheit des Volkes. Das ist unsere Demokratie. Das ist also demokratisch, wenn Populisten gewählt werden. Das ist doch das Problem. Wie kommt man dazu, dass man tatsächlich die Menschen darüber, ja, ihnen mehr Gelassenheit, weniger Emotionalisierung? Wir werden doch alle ständig emotionalisiert. Mhm. Fakten sind überhaupt nicht mehr wichtig. Hauptsache, wir können uns aufregen. Und absolut, ja, das ist doch das Schlimme. Und daran müssen wir doch auch arbeiten. Denn es ist, ich finde das immer sehr, sehr kurz gedacht, wenn die Politiker sagen, die Populisten werden aber vom Volk gewählt. Und wenn sie nun mal die Mehrheit haben, dann ist das eine demokratische Wahl. Gut, es gibt ja die Erkenntnis, dass die Erfolge populistischer Parteien ja oft auch auf die etablierten Parteien zurückgehen, die ja oft dann unfreiwillig die besten Wahlkampfhelfer sind. Herr Wendt, werden wir ein anderes Land werden? Ja, Deutschland wird ja immer ein anderes Land. Wir verändern uns ja ständig. Aber in der Tat hat es ja schon viele Entscheidungen gegeben. Es hat Sicherheitspakete gegeben, Asylpakete gegeben. Die Polizei des Bundes wird drastisch verstärkt. 7.000 neue Stellen und das Bundeskriminalamt wird verstärkt. Die Länder ziehen jetzt so langsam nach. Das ist noch ein bisschen sehr zögerlich. Da ist mir noch viel zu viel abwarten. Es ist auch noch nicht alles wirklich so optimal, wie es sein muss. Beispielsweise die Möglichkeiten unserer Nachrichtendienste sind noch erheblich zu weit eingeschränkt. Wird sich das jetzt ändern durch diesen Anschlag? Ich will es hoffen, dass sich das ändert. Das hat ja diese zynische Variante, es braucht einen solchen Anschlag, damit sich in der Politik auch etwas ändert. Ja, ich meine, machen wir uns doch nichts vor. Es ist eben so manchmal in der Politik, dass es an manchen Stellen lichterloh brennen muss, bis dem einen oder anderen ein Licht aufgeht. Das haben wir ja in anderen Zusammenhängen auch immer wieder gesehen. Aber es geht nicht nur um diese tatsächlichen Maßnahmen. Ich meine, jetzt sagt die Politik, 15.000 Polizistinnen und Polizisten soll es in den nächsten Jahren mehr geben. Und das hört sich an wie eine gewaltige Sicherheitsoffensive. Die Wahrheit ist, dass wir über 17.000 Planstellen bei der Polizei gestrichen haben. Das heißt, da brauche ich noch gar nicht im Leistungskurs Mathematik gewesen zu sein. Da ist noch ein Delta, da ist noch mehr zu tun. Meine Zahl ist im Übrigen 50.000 und nicht 15.000. Da ist die Politik leider noch nicht angekommen. Aber es geht eben nicht nur um solche konkreten Maßnahmen. Das heißt, mehr Polizei, bessere Technik und bessere Gesetze. Sondern es geht auch tatsächlich um das, was in Deutschland psychologisch passiert ist in der Vergangenheit. Ich meine, Sie haben das beschrieben. Wir sind ein Land, in dem Recht und Ordnung herrscht. Ein Land, in dem wir ein Meldegesetz haben, wo drin steht, wenn man umzieht, muss man innerhalb von 2 Wochen zur Behörde gehen und sich gefälligst ummelden. Und ich sag mal, der normale Deutsche tut das dann auch. Und dieser normale Deutsche erlebt jetzt im Herbst des vergangenen Jahres einen Zustand, wo wir an der Grenze in Süddeutschland einen kompletten Kontrollverlust haben, der ja immer noch andauert. Es ist ja nicht so, dass wir die Kontrolle wiedererlangt haben. Da reisen Menschen mit mehrfachen Identitäten durchs Land. Wir wissen nicht, wo sie herkommen. Wir wissen nicht, ob sie noch da sind, mit welcher Identität sie jetzt gerade bei welcher Behörde vorstellig werden. Und dieser Kontrollverlust, der macht den Menschen natürlich Angst. Ist doch logisch. Wir sind das nicht gewöhnt. Wir sind das gewöhnt. Für jede Kleinigkeit zur Behörde zu gehen und das dokumentieren. Es wurde ja heute schon der Terroranschlag mit der Flüchtlingspolitik in Verbindung gebracht. Es sind ja im vergangenen Jahr etwa 850.000 Menschen nach Deutschland gekommen. Was bedeutet das jetzt für die Flüchtlingspolitik, für den Umgang mit den Flüchtlingen und auch für das, was wir uns jetzt auf die Fahnen geschrieben haben, diese Menschen, wenn sie nicht in ihre Heimat zurückkehren können, zu integrieren? Ja, die Flüchtlingspolitik ist natürlich ein Thema für sich und es ist auch ein sehr komplexes. Sicherlich ist vieles sehr ungut gelaufen, aber egal wie man die Dinge jetzt betrachtet, diese 850.000 Menschen sind jetzt hier und der allergrößte Teil dieser 850.000 wird auch in Deutschland bleiben.
Und wenn man nicht will, dass es zu Unfrieden kommt, dann ist es sicherlich gut, diese Menschen so schnell wie möglich zu integrieren. Das heißt konkret, ihnen eine Perspektive, eine Lebensperspektive zu geben in diesem Land. Es gibt so viele Ebenen, die sich hier überlappen. Deutschland ist ein Land, wo sich die Mehrheit der Bevölkerung, auch die Politik, noch nicht darüber im Klaren ist, jedenfalls nicht offiziell, dass wir natürlich immer auch ein Einwanderungsland gewesen sind, dass die Menschen seit Jahren und Jahrzehnten zu uns kommen. Aber wir haben so eine merkwürdige Verquickung der Notwendigkeit, einerseits qualifizierte Zuwanderung zu brauchen, andererseits aber wollen wir die Flüchtlinge nicht. Aber irgendwie meinen wir jetzt aus der Flüchtlingskrise doch noch Arbeitskräfte herausholen zu können. Es sind hier mehrere Ebenen, die sich auf ungute Art und Weise überlappen. Und da muss sehr viel mehr Rationalität hineinkommen. Patentlösung gibt es in diesem Bereich nicht. Es gibt viele sozial Abgehängte, viele Unzufriedene, viele Menschen, die spüren, dass der alte Satz, meinen Kindern wird es später mal besser gehen als mir, längst seine Berechtigung verloren hat. Die viele, die heute jung sind, können froh sein, wenn sie den Standard ihrer Eltern werden halten können. Und diese Verunsicherung, diese soziale Verunsicherung, die prekären Jobverhältnisse, die vielfach vorhanden sind, dieses Ganze führt zu einer massiven Verunsicherung und auch zu einer Abgrenzung. Ich glaube, dass viele auch die Globalisierung als Zumutung empfinden, weil sie so viel neue Probleme schafft. Und man sehnt sich nach überschaubaren Verhältnissen. Da passen Flüchtlinge nicht rein, Fremde nicht rein. Der ganze Islam bereitet vielen Unbehagen. Und das alles ist sozusagen so ein wabernder Nebel, aus dem heraus dann Aktionismus entfaltet wird. Und die Deutungshoheit im Augenblick haben ganz eindeutig die Rechtspopulisten. Diese Gemengelage, die Herr Lüders jetzt skizziert hat, die trifft auf eine Politik, die sich in vielen dieser Fragen uneinig ist, die oft, hat man das Gefühl, keine Konzepte anbieten kann, die sich ihrer Sache selbst nicht sicher ist, vor der jetzt immense Aufgaben stehen. Es muss eine Gesellschaft zusammengehalten werden, es muss den Menschen ein Mindestmaß an Sicherheit vermittelt werden. Dazu haben wir nächstes Jahr auch noch eine ganze Menge von Wahlen, auch die Bundestagswahl. Vor diesem Hintergrund ist die Politik vielleicht völlig überfordert? Ich glaube, solche Spekulation jetzt anzustellen. Das ist genau. Ich habe mich ein bisschen verheddert in der Antwort, die ich geben wollte. Ich glaube nicht, dass die Politik überfordert ist, weil sie überhaupt noch nicht versucht hat, diese Forderungen wirklich anzunehmen. Also zum Ersten glaube ich, man muss die Dinge auseinanderhalten. Also wir reden heute Abend über einen Anschlag, über einen Terroranschlag, vielleicht über einen islamistischen Terroranschlag. Das ist ein ganz anderes Thema als die Frage, wie wir die Flüchtlinge integrieren. Das hängt natürlich irgendwo alles mit allem zusammen, so wie mit den Abgehängten und so weiter. Wir haben Reichsbürger in Deutschland, das sind auch potenzielle Terroristen, mit denen müssen wir uns auch beschäftigen. Was ich damit sagen will, ist, wir sollten die Themen auseinanderhalten. Wie können wir Terrorismus in Deutschland besser begegnen? Ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube, wir müssen uns an mehr Polizei gewöhnen. Wir brauchen auch Ermittler, die so ausgestattet sind, dass sie potenzielle Gefahren möglichst früh erkennen. Wir brauchen einen Verfassungsschutz, der in der Lage ist, potenzielle Gefährder frühzeitig zu überwachen und dieses alles so früh in den Griff zu kriegen, bevor überhaupt ein Anschlag passiert. Aber gerade in diesen Fragen ist die Politik sicher nicht einig. Richtig. Und ich plädiere nur dafür, Auseinanderhalten der Themen und sie so beantworten, wie sie dann auch zu einem Erfolg kommen. Und dass die Politik sich nicht einig ist, ist eine große Katastrophe für dieses Land. Wenn Sie sich allerdings heute die Situation angucken, und vielleicht kann man einen kleinen Lichtblick mal formulieren. Heute war es so, dass sich offensichtlich alle darüber verständigt hatten oder automatisch verständigt hatten, dass heute nicht der Tag der Spekulationen ist, heute nicht der Tag von Forderungen von Gesetzesverschärfungen ist, sondern der Tag des Innehaltens, wo man einerseits an die Opfer denkt und sich auf der anderen Seite, und das ist meine Hoffnung, vielleicht mal überlegt, in welcher Form, in welcher Tonlage, mit welchen Angriffszielen man in diesen zukünftigen Wahlkampf geht. Und ich glaube, Politiker können auch lernen. Und die Tatsache, dass die AfD und Herr Seehofer heute auf diese Art und Weise ausgeschert sind, das muss der Politik etwas sagen. Das muss auch Herrn Seehofer etwas sagen. Und ich bin da einfach optimistisch und glaube daran, dass die demokratischen Parteien in diesem Land versuchen werden, den Wahlkampf nicht auf die frühere übliche Art und Weise des Überbietungswettbewerbs in Angriffen zu machen, sondern dass man sich auf eine Grundlage des Zusammenlebens und auch der politischen Auseinandersetzung verständigt und eben auch all dem, was im Netz passiert, dadurch etwas entgegensetzt.
Aber ich glaube, man darf nicht so tun, man darf darüber nichts zu tun. Ich stimme Ihnen ja zu, dass wir Besonnenheit in der Diskussion brauchen, auch Differenziertheit, was politische Forderungen angeht. Aber die Dinge ganz separat zu betrachten und so zu tun, als hätte das eine überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Wir haben Ansbach, wir haben Würzburg, wir haben jetzt Berlin, wir haben die Kölner Silvesternacht und viele andere Ereignisse, die haben mit der Flüchtlingspolitik zu tun. Ja, selbstverständlich haben sie das. Und deshalb dürfen sie auch im Zusammenhang und müssen sogar im Zusammenhang diskutiert werden, weil man sonst Ursachen und Wirkungen eben nicht mehr auseinanderhalten kann. Und man darf nicht so tun, als ob man nur einzelne Kriminalitätsphänomene sozusagen sich rausgreift und sagt, das hat aber nichts mit Flüchtlingen zu tun. Diesen Satz höre ich im Übrigen viel zu häufig in diesen Zusammenhängen, weil man immer wieder betonen will, dass man damit gar nichts zu tun haben will. Sogar der Essener Bundesparteitag der CDU hat ja gesagt, also das, was im Jahr 2015 passiert ist, darf sich nicht wiederholen. Das deutet zumindest darauf hin, dass auch die Kanzlerin, die das ja gesagt hat, der Auffassung ist, das war nicht so ganz richtig, was sie da gemacht hat. Ich gehöre auch nicht zu denen, Herr Wendt, die sagt, die Dinge haben nichts miteinander zu tun. Ich glaube im Übrigen das auch im Umkehrschluss nicht. Ich glaube nämlich nicht, dass Integrationsbemühungen den Terrorismus verhindern können. Ich glaube einfach, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind. Es kommen viele Leute hier friedlich ins Land, die müssen wir integrieren, und es kommen offensichtlich welche, das sind auch Flüchtlinge oder auch Menschen aus diesen Ländern, aus denen die Geflüchteten kommen, die kommen aktiv, um hier terroristische Anschläge zu machen. Aber das war es dann auch schon. Also Terrorismus das eine und Flüchtlinge und Integration und ist... Kriminalität und Kriminalität bitte auch noch. Natürlich, das. Und das andere, genau. Aber Frau Ferle, Sie sagen doch auch, dass Politik vernünftig, sachlich handeln soll. Kann sie das überhaupt? Politik wird doch getrieben vom Wähler. Nein. Müssen wir nicht viel mehr, ja doch, das ist doch so. Also die Politiker wollen Wahlen gewinnen. Also das ist das der ist Macht. Ihr Job das, ja, natürlich, ist ja auch richtig. Das ist ihr Job. Die wollen Wahlen gewinnen, weil sie denken, sie haben das beste Angebot. Das denkt jeder Politiker von sich, denkt, er hat das beste Angebot, deshalb will er mit seiner Partei die Wahlen gewinnen. So und das ist legitim und so muss es sein. Aber das heißt, sie werden ja natürlich getrieben von dem Maße, wie eben Wähler ihnen zulaufen. Und da muss was passieren. Wir müssen aufhören, nur zu emotionalisieren. Wir müssen aber auch aufhören, so zu tun, als könnte man alles sachlich ruhig abhandeln. Deshalb finde ich das schon wichtig, dass wir über die Abgehängten sprechen, über prekariate Zustände. Das finde ich schon sehr wichtig. Über fremde Kulturen. Ja. Aber ohne Sachlichkeit geht es überhaupt gar nicht. Und das, ja. Und deswegen glaube ich, dieses Innehalten, also das ist jedenfalls meine Hoffnung, dass dieses Innehalten etwas bewirkt und wir eben nicht, wie in der Vergangenheit oft immer, in diese Überbietungsszenerien gekommen sind, sondern dass man sich auf eine andere Art und Weise zusammensetzt und mal fragt, Ursache und Wirkung, Handlung und Reaktion, wie hängt das alles zusammen? Welche Gesetze nützen uns? Es würde, glaube ich, im Moment niemand mehr einer Gesetzesverschärfung widersprechen, wenn wir überzeugt sind davon, dass sie auch wirklich etwas bewirkt. Es hat doch aber gar keinen Sinn, jetzt Leuten Gesetzesverschärfungen zu versprechen, die dann nachher gar keine Wirkung zeigen. Das heutigen Tages fest. An einem ganz konkreten Beispiel. Die Hauptstadtpolizei Berlin ruft über Twitter, sie haben das gelobt, das war auch wirklich eine tolle Leistung, was dieses Social-Media-Team da gemacht hat, ruft über Twitter die Bevölkerung dazu auf, ihr doch bitte Fotos und Videofilme, die ja mit ihren Handys überall machen, zur Verfügung zu stellen, damit das ausgewertet werden kann und so weiter. Und zur selben Zeit etabliert sich hier eine rot-rot-grüne Koalition, die Videobeobachtung im öffentlichen Raum und an gefährlichen Punkten ablehnt und sagt, sowas gibt es in Berlin nicht. Man muss sich mal diesen Zusammenhang, auch diesen zeitlichen Zusammenhang vorstellen. Das ist doch an Absurdität schon gar nicht mehr zu überbieten, dass die Polizei darauf angewiesen ist von Privatleuten, weil der Staat selber seine eigenen Polizei misstraut und ihr dieses Instrument nicht zur Verfügung stellt. Und das ist ein ganz sachlicher, fachlicher Einwand. Und da reagiert Politik falsch und dokumentiert öffentlich, dass wir eigentlich diese Instrumente brauchen, aber bitte nicht vom Staat, sondern der Bürger soll uns das liefern. Jetzt ist ja hier Politik mehrfach kritisiert worden, Herr Lüders. Wird sich Politik ihrer Verantwortung überhaupt bewusst? Das hängt von dem Thema ab. Mein Eindruck ist, dass die Politik noch sehr in den Anfängen steckt. Das betrifft Politiker aller Parteien, wenn es darum geht, die Hintergründe zu erfassen, die zu dieser Beunruhigung und dieser Verunsicherung der Menschen führen und vor allem mit Blick auf die Ursachen dieser ganzen terroristischen Gewalt, die ja im Nahen Osten angefangen hat, dann hat es vor allem Frankreich und Belgien getroffen,
Vorher natürlich Großbritannien und Spanien ebenfalls, nun Deutschland. Das ist ja wie ein Krebsgeschwür, das geht durch die Gesellschaften hindurch. Man setzt sich aber mit diesen Themen, ihren Ursächlichkeiten nicht auseinander. Ich bin immer wieder erstaunt, dass man gerne über Nebensächlichkeiten wie zum Beispiel die Burka-Frage diskutiert, als ob das irgendeine sinnstiftende Bedeutung hätte in Fragen der Integration oder der Terrorbekämpfung. Und man geht aber nicht an die eigentlichen Fragen heran, zum Beispiel den Verheerungen, die da angerichtet wurden in Nordafrika und im Nahen Osten, die ursächlichen Fragen aufwerfen. Was haben wir da gemacht? Wie sinnvoll war das? Und das Bewusstsein darüber, dass das Zerstören, systematische Zerstören seit 15 Jahren von mehreren Staaten eine Welle losgetreten hat. Das lässt sich aber nicht mehr zurückholen. Wir müssen mit dieser Situation jetzt irgendwie umgehen. Ja, wir müssen damit umgehen. Ja. Und wenn man damit umgehen will, dann muss man anfangen, sich zu fragen, was machen wir im nächsten Konfliktfall, zum Beispiel in Libyen? Da gibt es ja auch Überlegungen, da zu intervenieren. Ist das sinnvoll oder ist das möglicherweise der falsche Weg? Wie gehen wir um mit diesen ganzen zerfallenen Staaten? Und es bleibt ja nicht bei diesen Flüchtlingen, die jetzt 2015 gekommen sind. Es gibt das nächste Land, Ägypten, was am Schlittern ist, wo auch Millionen Menschen sich nach einer besseren Zukunft sehen. Die Türkei ist gerade dabei, sich auf eine ungute Weise neu zu sortieren. Also wie geht man mit diesen Konflikten grundsätzlicher Art um? Mein Eindruck ist, dass die Politik vielfach noch sehr in Denkmustern verharrt, die in den 90er und Nullerjahren ihre Berechtigung gehabt haben mag, aber heute nicht mehr reicht, um die Probleme zu erfassen. Die ständigen Rekurse mit Sätzen wie wir wollen Amerika wieder groß machen oder wir müssen unsere Werte verteidigen, das ist ja fast ein hilfloser Reflex, teilweise aber auch bewusst eingesetzt von Populisten, um eine Welt zu beschwören, die es so auch eigentlich nie gegeben hat, aber die offenbar die Illusion erwecken soll, früher war alles besser und wenn wir wieder in unseren nationalen überschaubaren Rahmen zurückgehen, dann wird irgendwie alles gut. Und wir erleben, dass diese politischen Welten zerfallen. Das finde ich sehr beunruhigend. Frau Häuser, Sie haben gerade über das Wechselspiel von Sachlichkeit und Emotionalität gesprochen. Ist ein Terroranschlag denkbar ungeeignet, Sachlichkeit einzuüben? Also reden wir von der Emotionalisierung. Lässt sich Angst mit einer gesunden Trotzhaltung bekämpfen, die ja jetzt gerade auch wieder in den letzten Stunden hochgekommen ist? Wir lassen uns von diesen Terroristen unser freies Leben nicht kaputt machen. Ja, durchaus. Also es ist ein psychologischer sozusagen Mechanismus, der unter anderem dazu angetan ist, Angst zu überwinden. Ein anderer wichtiger angstüberwindender Faktor ist Information. Das ist etwas, was Angst immer verbessert. Und das Gefühl, dass man irgendwie sozusagen ernst genommen wird. Aber diese drei Faktoren sind durchaus geeignet, Ängste zu überkommen. Es geht ja auf der anderen Seite gehen die Emotionen ja auch hoch, da wo Ängste geschürt werden oder wo man sagt, das haben wir jetzt von unserer freien Gesellschaft und von der Willkommenskultur und von einer offenen Politik. Ist Deutschland noch gespaltener als bisher? Oder wird Deutschland noch mehr gespalten werden als bisher? Nein, das glaube ich nicht. Man muss sich erstmal vor allen Dingen von dem Gedanken lösen, dass die Angst in der Bevölkerung, dieses subjektive Unsicherheitsgefühl, nun ausgelöst wurde durch die Flüchtlingskrise. Dem ist beileibe nicht so, sondern wir beobachten in vielen Langzeitbetrachtungen seit vielen Jahren, dass die Menschen ängstlicher werden, dass sie Furcht haben vor Kriminalität, dass sie Furcht haben davor, dass sie in ihrem eigenen sozialen Umfeld beeinträchtigt werden, dass sie eine allgemeine Zunahme von Kriminalität befürchten. Und auch wenn die objektiven Zahlen etwas anderes sagen, muss man darauf Rücksicht nehmen. Denn die Menschen haben, die wollen nicht, dass dieser Angst begegnet wird. Professor Pfeiffer macht das gerne. Der kommt dann mit seinen Statistiken und sagt, nun stellt euch mal nicht so an, so schlimm ist es überhaupt nicht. Also wie man im Zuge der Diskussion beispielsweise über die Folgen der Silvesternacht von Köln und anderen deutschen Großstädten auf die Idee kommen kann, das Argument ins Feld zu führen, naja, die Zahl der Sexualstraftaten sind in den vergangenen 20 Jahren doch gesunken. Das kann man doch Opfern nicht ins Gesicht schleudern. Das ist doch absurd. Und das bekämpft vor allen Dingen keine Ängste. Und deshalb muss man diese Ängste schon sehr ernst nehmen und den Leuten sagen, ihr habt nicht nur ein Anrecht auf
die Abwesenheit von Kriminalität, sondern die Menschen haben auch ein Anrecht auf Abwesenheit von Angst. Aber wenn man die Ängste der Menschen ernst nimmt, muss man ja trotzdem ein Mittel finden, ihnen dann die Angst auch irgendwie zu nehmen und nicht noch Öl ins Feuer zu gießen. So ist es. Und die beste Bekämpfungsstrategie ist die, dass der Staat Handlungsfähigkeit beweist. Genau. Und das tut er aber nicht. Wir wissen jetzt, dass die nächste Silvesternacht in Köln, da werden sich Polizisten, Journalisten und Politiker treffen. Ich glaube gar nicht, dass da jemand feiern gehen wird. Und wenn, dann sind das einzelne Leute. Auf jeden Fall werden die drei Erstgenannten in der Mehrheit sein. Das wird also die sicherste Silvesternacht, die Köln jemals erlebt hat. Und in vielen anderen Großstädten auch. Das ist natürlich auch sinnvoll und richtig, was die Kölner da machen, weil sie natürlich keine andere Antwort auch geben können darauf. Aber langfristig trägt so etwas doch nicht. Wir haben ja noch 364 andere Nächte im nächsten Jahr. Und da erleben die Menschen, na gut, okay, da wird das jetzt sehr sicher gemacht mit einem tollen Einsatzkonzept. Ist auch, wie gesagt, absolut richtig so. Und danach, was ist denn danach? Und danach haben die Leute wieder Angst. Sie kennen die Entwicklungen in der Einbruchskriminalität, die Leute ins Markt treffen in ihrer Sorge um das eigene Heim, um das eigene Wohlbefinden. Aber also, wir können jetzt auch nicht so tun, als könnten wir auf jede, also auf die Grundangst, die in Deutschland sich entwickelt hat, und Herr Lüders hat vorhin ja schon sehr viel dazu gesagt, nur eine polizeiliche Antwort geben. Wenn sich diese Ängste an vielen Fragen von Kriminalität festmachen, können wir sie nicht durch eine Kriminalitätsbekämpfung alleine begegnen. Die Ängste der Menschen, das sind Abstiegsängste, es sind Globalisierungsängste, das ist eine sehr, 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 sehr vielschichtige Situation. Und ich habe immer die Sorge, dass wenn man den Eindruck erweckt, als gäbe es eine Antwort auf dieses komplexe Problem, dass man einfach neue Probleme und neue Unsicherheiten schürt. Weil die Menschen werden dann erleben, selbst wenn wir die Polizeipräsenz verhundertfachen, es wird weiterhin Kriminalität geben. Und jeder, der sie individuell erlebt, erlebt sie eben individuell. Und seine Nachbarn erleben es auch individuell und man ändert dann gar nichts daran. Sie haben völlig recht. Sicherheit ist überhaupt kein Privileg der Polizei. Da sind die Lehrer genauso beteiligt wie viele andere auch, wie starke Familien. Das ist immer mein Credo, das, was wir bei Familien und in Schulen und Kindertagesstätten richtig machen, müssen wir hinterher mit Polizei und Justiz nicht mehr reparieren. Das heißt, Sicherheit fängt da schon an den staatlichen Strukturen insgesamt und nicht nur bei der Polizei und nicht nur bei der Justiz. Und darf ich nur noch einen Satz sagen? Und das andere ist, glaube ich, wir müssen den Menschen schon auch Komplexität und Aufklärung zumuten. Also man muss diese Dinge, man darf nicht einfache Antwort geben und sagen, damit ist es getan. Also die Bürger müssen schon bereit sein, sich die Lage auch anzugucken auf der Welt. Aber wie wollen Sie denn dahin kriegen, und dass dann sie bereit auch, sind? Also jemanden wie Herrn Lüders zum Beispiel zuhören und sich versuchen, Gedanken darüber zu machen. Und das geht nur, indem die Politiker aufhören, diese einfachen Antworten zu geben, sondern sich einig werden darin, dass man aufklären muss. Frau Häuser, Sie zweifeln an dieser Bereitschaft. Sie haben gesehen, also Obama war sicherlich einer, der komplexe Sachverhalte dargestellt hat, der sehr bedacht war. Der wurde als elitär verrufen, und Trump mit seinen absolut gelogenen Statistiken, Kriminalitätsstatistiken und so weiter und so fort, das stimmt doch etwas nicht von vornherein. Es muss, wie Sie schon sagen, in der Familie, in der Schule, von klein auf muss so etwas beigebracht werden. Aber manchmal sind die Antworten auch tatsächlich einfach, und manchmal haben die Leute auch ein Recht auf einfache Antworten. Wir dürfen sie nur nicht verkomplizieren, denn es sind dann manchmal auch recht einfache Sachverhalte. Wenn die Menschen beispielsweise Kriminalität und Schwerstkriminalität erleben und die schlichte Frage stellen, da sind Menschen hier in unserem Land, die hier gar nicht hergehören, die begehen hier schwere Straftaten und sie bleiben trotzdem im Land. Das ist ein ziemlich simpler Sachverhalt, den die Leute nicht mehr verstehen und auch nicht einsehen können. Und da habe ich viel Verständnis. Wer soll, Herr Lüders, das den Menschen klar machen? Ja, das ist nicht so einfach. Darauf gibt es doch keine einfache Antwort. Das wissen Sie doch auch, Herr Wendt. Es ist ja vielfach gerade schon das Thema, was Sie gerade angesprochen haben. Es ist natürlich, glaube ich, für viele Bürger erstaunlich, die zum Beispiel Erfahrungen mit dem Rechtsstaat machen, dass es also sehr viel Toleranz gibt seitens der Behörden, auch seitens der Justiz gegenüber klaren Gesetzesverbrechern. Es gibt gerade auch in Berlin Klane, die die Kriminalitätsszene in einigen Stadtteilen dominieren. Und sie werden, so hat man den Eindruck jedenfalls als außenstehender Betrachter, mit Samthandschuhen von der Justiz angefasst. Und keiner mag mehr so. Manchmal habe ich den Eindruck, Deutschland ist ein Land, wo keiner mehr
mehr so richtig wagt, klare Kante zu zeigen, wirklich auch Rückgrat zu zeigen und eine Linie vorzugeben. Was ist aber wichtig, gerade auch gegenüber Menschen, die aus Ländern wie Syrien kommen, die sind von zu Hause her klare Ansagen gewohnt. Und wenn wir hier so nur kuscheln miteinander und nicht auch, sagen wir mal, die Spielregeln klar benennen, dann haben wir ein Problem miteinander. Gut, wir müssen an der Stelle die Diskussion beenden. Wir werden die fortführen müssen, ob wir wollen oder nicht. Ich bedanke mich, liebe Zuschauer. Bleiben Sie bei Phoenix. Wir werden jetzt auch noch weitere Berichte sehen über den Anschlag in Berlin und seine Konsequenzen.